Morgenroutinen dürfen nicht länger als 10 Sekunden dauern. Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Morgenroutine. So viele von euch haben mich gefragt, wie ich meine Haare immer mache. Und deswegen dachte ich, zeige ich das. Ja! Sorry, ich brauche nur kurz. Danke. Dann putzen wir uns vorher erst die Zähne. Also ich putze meine Zähne immer davor und danach. Oh, Tommy! Boah! Schließ doch bitte ab. Das ist alles okay, ich habe halt nur noch nicht meine Haare gemacht. Ja, deswegen, das will doch niemand sehen. Es ist ganz wichtig, dass ihr ungefähr 5 Minuten die Zähne putzt und nicht nur 3. Zahnärzte sagen immer 3 Minuten, aber ich würde auf jeden Fall 5 Minuten... Tommy, du hattest deine 5 Minuten jetzt raus, bitte. Ich denke gar nicht dran, bin noch nicht fertig. Dann mach Platz. Was wird das eigentlich? Ich drehe eine Morgenroutine. Ich zeige den Leuten nicht nur, wie man die perfekten Haare und wie man das in den Griff bekommt, sondern ich zeige denen auch den No-Make-Up-Natural-Glow-Look. Ganz ohne Make-Up. Laura, was macht ihr? Tommy zeigt den No-Make-Up-Natural-Glow-Look ohne Make-Up. Ah, mega interessant, würde ich mir gerne ansehen. Aber ich muss mir zuerst die Zähne putzen. Oh, Marke, es ist meine. Ja, ich weiß, ich habe mir gestern Tommys ausgeliehen, also heute ist deine wieder dran. Okay, meine Ruhe. So viel Aggression tut dann glaub nicht gut. Wir machen erst die Haare mit dieser Bürste und... Die brauche ich noch. Ich benutze hier dieses Reinigungsgel, das ist ganz mild und das ist... Das ist jetzt leer. Das ist nicht so schlimm, wir können auch mit einem Lappen und warmem Wasser ganz einfach unser Gesicht reinigen. Die Bürste. Das hat meine Mama bei mir früher auch immer gemacht. Aber in letzter Zeit habe ich oft so ein sanftes Peeling-Gel genutzt. Das ist übrigens alle. Und dann sind wir mit der Gesichtsreinigung auch schon fast fertig. Hanna muss unbedingt ins Bad. Warum sagt sie mir das nicht selbst? Okay, Tommy, du verstehst das nicht. Hanna hat gesagt, sie zockt so lange mit mir, bis sie ins Bad kann. Ich bin gerade in einem wichtigen Level. Wenn Hanna mir das versaut, ziehe ich mir nie wieder die Schuhe vor der Tür aus. Und du weißt, was das bedeutet? Überall Dreck in der Wohnung. Sandige Böden. Matsch auf dem Sofa. Er denkt jetzt, dass er mich hat, weil ich Dreck hasse. Aber Dreck hasse ich gar nicht so sehr. Putzen liebe ich noch viel mehr. Dann nehmen wir ein Peeling, einfach um so richtig den allerletzten Dreck noch so richtig aus dem Gesicht rauszupeelen. Kann man so ein... Tommy, ich muss aufs Klo. Wirklich dringend. Oh, manche. Und ihr haltet euch jetzt besser mal kurz die Ohren zu. Malte, raus, Tommy, nicht um ein Video zu drehen. Kann sein, dass ich dein Level ruiniert habe und du von vorne anfangen musst. Was? So, ich zeige euch jetzt meinen No-Make-Up-Natural-Glow-Look und meine Haarroutine. Und Hanna zeigt euch, wie man sich ideal fertig macht für... Was machst du nochmal? Ich habe eine gebrauchte Zahnbürste bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Die hole ich jetzt ab von Malte. Und wenn ich nicht gut aussehe, bekomme ich nicht den letzten Preis. Alter, was hat sie gemacht? Danke, Hanna. Was kann ich jetzt hier in der Wohnung noch machen? Wenn ihr langfristig schöne Haut haben wollt, müsst ihr unbedingt Sonnencreme verwenden. Am besten auch, wenn ihr nicht den ganzen Tag in der Sonne brutzelt. Weil, boah, Tommy! Es tut mir echt voll leid. Ich hab gesagt, es tut mir leid, bist du irre? Hey Leute, was macht ihr? Ach ja, richtig, ist mir egal. Ihr müsst jetzt hier raus. Es ist Maltes Wischloch. Es ist Donnerstag. Es ist doch egal, was für ein Tag ist. Ich mache jetzt hier sauber. Verarschen? Egal, ob Mittwoch oder Donnerstag ist, du machst nie sauber. Geh zocken. Ich könnte zocken, wenn du Hanna früher ins Bad gelassen hättest. Also, ich mach jetzt hier sauber. Boah, bam. Oh. Es reicht! Raus aus dem Badezimmer. Ich drehe mein Video und ich brauche euch dafür nicht. Okay. Raus! Entschuldigung. Wisst ihr, eigentlich ist so eine Morgenroutine doch total bescheuert. Kann ich selbst überhaupt nicht leiden. Guckt man sich an und dann ist man total eifersüchtig auf die anderen mit den ganzen Produkten. Und man selbst fühlt sich, als wenn man nicht perfekt wäre, weil man nicht so viele Produkte benutzt. Das braucht doch keiner. Es tut mir leid, dass ich euch gerade im Badezimmer so angefahren habe. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich Videos drehen muss, auf die ich gar keine Lust habe. Nur damit sie gut geklickt werden. Aber Tommy, es ist egal, was du hochlädst, es wird nie gut geklickt. Jedenfalls habe ich gemerkt, dass wir ein Team sind und dass ihr zu meinem Morgen irgendwie mit dazugehört. Auch wenn es dann niemals eine Routine wird. Habt ihr Bock, mir zu helfen? Habt ihr vielleicht Lust zu helfen? Dann schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von unserer WG noch sehen wollt. Und damit ihr das nicht verpasst, einfach den Kanal abonnieren. Und wenn ihr nicht bis nächste Woche Donnerstag warten wollt, dann schaut euch die anderen Videos in der Playlist an. Ja, genau. Warte mal, ist das Bad frei? Das Bad ist frei. Aber ich muss aufs Klo.